So Leute, da seid ihr wieder, da bin ich wieder. Was geht ab? So, ich wollte mal, das Video wird wirklich ganz kurz. Ich wollte mal einen Mythos aufräumen oder mit einem Mythos aufräumen. Und zwar den Mythos des Seife fallen lassens. Viele von euch glauben ja immer noch, hier wird regelmäßig die Seife in der Dusche geworfen und dann bücken sich irgendwelche Leute und dann gibt es da irgendwelche Gangbangs hier in der Dusche. So ist es nicht. Also ich habe es zumindest noch nicht erlebt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, ja. Das wird jetzt für viele eine traumatische Nachricht sein, ja. Für mich war diese Erkenntnis auch traumatisch, könnt ihr mir glauben, so. Es gibt mittlerweile mehr Leute im Knast, die sich freiwillig in den Arsch ficken lassen, ja, als ihr euch das in euren wildesten Träumen überhaupt vorstellen könnt. Von daher muss hier niemand mehr die Seife schmeißen, so. Sondern höchstens mal hier ein, zwei Tabak zuschießen, ja, und dann geht das Ganze schon ganz freiwillig vonstatten, quasi, ja. So. Und dazu möchte ich euch mal eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar war ich, als ich in Moabit war, das ist die U-Haft hier in Berlin, und ich das erste Mal den Einkaufszettel studiert habe. Und es war kurz vor der Essensausgabe. Das heißt, der Essenswagen kam schon und ich habe gerade studiert so und auf einmal. Und die öffnen gerade meine Zelle und ich stoße gerade auf diesen Artikel, ja, auf diesen. Und zwar steht da einfach auf der Einkaufsliste, ist auch hier drauf, auf der Liste ist auch drauf. Warte mal. Mal gucken, ob ich das jetzt mal kurz einfangen kann. Mal gucken, warte, 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 wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Nee, hier nicht. Warte mal. Mal gucken, ich weiß nicht, ob euch das auch so schockieren wird wie mich. Aber hier, genau. Irgendwo. Warte mal, wo steht das? Was steht da? Was steht da? Genau, hier, hier, hier. Was steht da? Billy Boy Kondome, 12er. Wie teuer ist es? Kostet der Spaß hier? 7 Euro. Okay? Oh Mann, Alter. Und für mich war das, mittlerweile ist es jetzt schon für mich, also die Information ist alt, weißt du so. Da sind einfach Kondome. Wir befinden uns im Männervollzug, nur mal so. Und das ist kein gemischter Vollzug. Hier gibt es auch keine Frauen, außer den Bediensteten und Sozialarbeitern und so weiter und so fort. Das heißt, das ist schon für die Knackis gedacht, ja. So. Da sind einfach Kondome auf der Liste. Das müsst ihr euch mal vorstellen, so. So weit ist es schon gekommen, ja. So weit ist es schon gekommen, dass hier quasi der männliche Geschlechtsverkehr noch gefördert wird, ja. Durch die Anstalt, so. Krass, ne? Die denken sich, naja, wenn die sich schon zwischen die Pobacken massieren, da dann wenigstens safe. Weißt du, was ich meine? So. Naja, okay. Wie gesagt, das nochmal zu dem Thema. Wenn hier einer die Seife fallen lässt in der Dusche, dann muss er sie meistens selber aufheben. Und dann passiert da auch nichts nachher. Okay? Nur damit ihr mal Bescheid wisst. Also.